sagt der Fuchs zum kleinen Prinzen. Geh und schau dir die Rosen an. Du wirst erkennen, dass deine Rose einzigartig ist. Da ging der kleine Prinz zu den Rosen und sagte: Ihr seid zwar schön, aber ihr seid nicht wie meine Rose. Niemand hat sich mit euch vertraut gemacht. Ich aber habe meine Rose gegossen. Ich habe sie von Schädlingen befreit und ich habe sie immer wieder bestaunt, denn sie ist meine Rose. Da ging der kleine Prinz zum Fuchs zurück. Der Fuchs sagte zu ihm: Du hast deine Rose viel Zeit geschenkt. Das macht deine Rose so wichtig und wertvoll. Und das ist das Geheimnis. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine. Sie sind eure Taufkerzen, sie erinnern euch an diesen wichtigen Moment am Beginn eures Lebens. Und damals, da waren es noch alle kleine Putzis und habt schon allerhand vielleicht auch gesprochen oder nicht, aber man hat euch noch so schwer verstanden. Aber heute dürft ihr selber sagen, beim ersten Mal, ja, ich will, und dann dreimal, ja, ich glaube, und dazu stehen wir. Auch alle anderen sind auch eingeladen zur Tauferneuerung. Ich frage euch, liebe Kinder und alle gemeinsam, Gott möchte uns helfen, als gute Menschen zu leben. Wollt ihr dem Bösen widersagen und als Kinder Gottes liebevoll leben? Ja, ich will. Gott Vater hat Himmel und Erde erschaffen. Er hat auch uns das Leben geschenkt. Glaubt ihr an Gott, den liebenden Vater? Ja, ich glaube. In Jesus hat uns Gott ein menschliches, liebendes Gesicht gezeigt. Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Glaubt ihr das? Ja, ich glaube. Der Heilige Geist ist das Licht in unseren Herzen. Er schenkt uns Freude um Leben und hilft uns, Gutes zu tun. Glaubt ihr an den Heiligen Geist? Ja, ich glaube. Zur Erinnerung an die heilige Taufe werden wir jetzt auch mit Weihwasser besprengt. Wir sind jetzt eingeladen, unsere Fürbitten zu sprechen. So, kommen da die Kinder? Jetzt dann in die Mitte nach vor. Lass deine Nähe und Liebe spürbar werden, wo Menschen sich nach Geborgenheit sehnen. Wir beten dich, erhöre uns. Schenke allen Kranken, Einsamen und Traurigen ein Licht der Hoffnung. Wir beten dich, erhöre uns. Stärke in den Menschen das Vertrauen durch das Brot des Glaubens. Wir beten dich, erhöre uns. Schenke die Gabe der Welt mit den Augen des Herzens zu sehen. Wir bitten dich, erhöre uns. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Hier habt ihr gesagt, das ist das Haus des Gebetes, des Betens. Das wollen wir jetzt tun, ganz besonders für euch, liebe Kinder, aber für uns alle, dass wir immer aus der Kraft der Liebe Gottes voll Vertrauen unseren Weg gehen. Geh heilig.
dem Segenstext, der auch auf euren Zauberbildern draufsteht. Ja? Gott segne dich und schenke dir ein Brot des Vertrauens. Gott segne dich und schenke dir ein Gesicht der Liebe. Gott segne dich und schenke dir ein Licht der Hoffnung. Und so segne und beschütze euch alle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Freude und Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.